Bist du eigentlich schon ein Wikisaner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier im Fachgespräch des Formates Kolloquium. Meine Gäste sind heute die Herren Professoren Thomas Petschner, Alexander Rondek, Urs Gruber, Frau Professor Brigitte König und Frau Dr. Friederike Wichel. Im Fokus unserer Diskussion steht das Thema: Wird der Mensch klüger? Frage an euch in der Runde: Wie wird denn die Intelligenz gemessen? Kann man die messen? Und wenn ja, wie? An euch offen. An uns allen. Euch. Okay. Wow. Es ist die Frage, was man unter Intelligenz versteht. Ist es der Verstand wirklich oder ist es eine emotionale Intelligenz oder vielleicht auch eine soziale Intelligenz? Und ich glaube, das Wort klüger, das umfasst viele Sachen. Und mich interessiert eigentlich fast immer mehr die emotionale Intelligenz. Klugheit heißt, sind wir denn heutzutage in der Gesellschaft noch fähig, uns emotional auszutauschen, wahrzunehmen, was der Gegenüber, die um mich herum sind, was die widerspiegeln, wie es denen geht? Und kann ich das noch richtig interpretieren und darauf eingehen? Oder haben wir das wahrscheinlich alle nach und nach immer mehr verlernt durch eine Gesellschaft, die vielleicht mehr in Richtung Leistung, Fakten orientiert ist und viel, aus meiner Sicht, viel zu viel auf dieser kognitiven Weise, auf dieser Verstandesebene sich zurückgezogen hat? Also ich stimme dir vollkommen überein. Das ist aber auch die Voraussetzung für die Schwarmintelligenz. Die finde ich immer traumhaft schön. Das heißt also, man muss zusammenwirken, um dann eine wirkliche Intelligenz oder Gesamtheitsintelligenz zu entwickeln. Also jeder weiß etwas besser als der andere und zum Schluss zusammen kann man sehr viel erreichen. Also ob es jetzt ganz einfach ist, einen Weg zu finden, ja, irgendeiner hat sich irgendwas gemerkt oder vielleicht ein Problem zu lösen oder ist es einfach ein Regal aufzubauen, ja, oder was sie auch immer nehmen oder ein Problem zu lösen. Also das ist eigentlich diese Intelligenz, dass man zusammenarbeitet und dann eine Gesamtintelligenz bildet. Und du hast eine provokative Frage gestellt. Wird der Mensch klüger? Wie definierst du klüger? Was ist das? Ist das die Bildung? Haben wir mehr Kenntnisse? Haben wir mehr Zugang zu Informationen? Ist das die Weisheit? Was ist die Weisheit? Jeder definiert sie anders. Ja, also ich würde sagen, Weisheit ist, wenn du die gleiche dumme Sachen wiederholst, aber regst dich nicht mehr auf darüber. Also zum Beispiel, das ist auch ein Teil von diesem Prozess. Und was lernst du aus den vergangenen Fehlern? Also man sagt, man wird klüger aus den Fehlern, aber lernen wir aus den Fehlern wirklich? Ist das etwas, wo wir sagen, ich bin jetzt auf die Schnauze gefallen, nächstes Mal mache ich das nicht mehr, oder braucht man 10-mal gleiche Pirouette da auf den Eis legen, damit man überhaupt anfängt zu denken, ja, das tut schon weh, wenn man gleiche Blödsinn nochmal wiederholt. Ja, also sehe ich das auch genauso wie Thomas. Ne? Klugheit für mich, lebenserfahren, weise. Ne? Intelligenz, das ist so mehr der Verstand, das kann ich mir aneignen. Wenn ich fleißig bin, kann ich intelligent werden. Aber klug nicht unbedingt. Das ist wie in meinen Genen verankert. Und Intelligenz, wie hat man das gemessen? Da gibt es gewisse Skalen, da gibt es gewisse Tests, die haben einen gewissen IQ. Mhm. Und entweder ja, du bist ganz vorne mit dabei und über dem Durchschnitt oder du schneidest eben schlecht ab, aber das hat ja nichts mit deiner Klugheit zu tun. Ja. Fährst du smart beispielsweise, ne? Dann bist du immer klüger. Wenn du smart kaufst, dann bist du smart. Ich bin klüger. Ja, es ist wirklich eine Frage auch meiner Einschätzung nach der Definition, wenn man diese Intelligenztests zum Beispiel betrachtet, die sich ja auch immer von so quasi von Generation zu Generation ändert und anpasst, gibt es auch interessante Vergleiche meiner Einschätzung nach, dass zum Beispiel heute, wenn man einen Intelligenztest macht, dass es ja in unterschiedlichen Stufen gibt, aber trotzdem, dass es sehr viele Einsteins gäbe.
zur heutigen Zeit. Das heißt, es ist, man hat in eine ganz bestimmte Richtung anscheinend die Leute gebildet, verbildet oder gebildet, je nachdem aus welchem Gesichtspunkt, dass man das betrachtet, dass ganz bestimmte kognitive Fähigkeiten zum Beispiel sehr stark gefördert wurden, kann man sich gerne die Frage stellen, warum denn in diese Richtung? Und wenn man jetzt Untersuchungen anschaut oder so, was hat das mit der emotionalen Intelligenz zum Beispiel, mit der sozialen Kompetenz und so weiter, da scheint es, ich sage jetzt mal sehr, sehr vorsichtig, da scheint es sich auch drastisch verändert zu haben gegenüber vor zum Beispiel 50 oder 60 Jahren. Es schien, dass diese Art von emotionaler Intelligenz oder sozialer Kompetenz da noch ganz andere, eine ganz andere Rolle gespielt hat als heute. Und absolut. Also da geht es ja nicht nur, was intelligent ist im Sinne von, ich kann eine Aufgabe lösen, sondern auch, wie wende ich das an, in welchem Bereich und was kommt noch dazu. Also man sprach immer die ganze Zeit über emotionale Intelligenz. Einer der krassesten Beispiele in Asien gibt es Kliniken, die nach dem deutschen System aufgebaut sind. Und da heißt es, wir sind Champions, Service Champions. Also wir liefern den Service und das ist 1A und das ist im deutschen System A, B, C, alles sortiert, alles gemacht. Aber es gibt ganz große Unterschied zu dem, ob du jetzt mal irgendwo hingehst und gibst eine perfekte Lösung im Sinne von, ja, ich habe ein Problem gelöst, rein mit System, rein mit Klugheit oder mit Kenntnissen. Und die Krankenschwester kommt und nimmt dir Blut und geht sie raus, also jetzt die Arbeit gemacht. Und eine andere kommt und sagt, wie geht's dir denn heute? Hast du Schmerzen? Hast du Besuch gehabt von der Familie? Ich nehme dir jetzt ein bisschen Blut. Ja, das wird nicht sehr viel wehtun. Mach genau die gleiche Arbeit. Aber sie bringt Emotionalität in das Ganze, sie bringt diese Compassion, was man da auch zum Ausdruck bringt, also nicht nur Empathie, wie man es hier im deutschsprachigen Raum sagt, sondern Compassion ist Mitgefühl oder was man sagt, Barmherzigkeit, einfach verstehen, dass ein Mensch leidet und auch was dafür tut, dass er das nicht leidet, und die Dinge, wenn man sie verbindet, dann ist diese, wird man klüger, vielleicht ein bisschen, kriegt einen anderen Rahmen. Es ist nämlich aus den Kenntnissen was entwickeln, was tatsächlich dann auch im emotionalen Bereich geht und bereichert am Ende. Im Endeffekt wird dieser Bereich der Barmherzigkeit wird auch gar nicht mehr verlangt. Also in keinem Unternehmen wird groß verlangt, dass du barmherzig bist, sondern da geht es einzig und allein um Zahlen, um ein Problem zu lösen in schnellst kürzester Zeit, wenn es geht noch, mit so wenig Personal wie möglich, weil das ja eh Mangelware ist. Und das wird natürlich gedrillt. Und wenn ich mir jetzt auch so ein bisschen, also in Deutschland die Schulbildung anschaue, dann ist es eigentlich immer nur ein Mehr an Informationen aufnehmen und wiedergeben. Diese Kreativität, nein, ich nehme mal die Kreativität mal kurz weg, aber dieses Transfer, das wird versucht, nur also dieses Transferdenken von einem Lösungsweg, einen parallelen Lösungsweg zu finden, das wird versucht aus meiner Sicht. Aber die Kunst ist es, kreative Lösungen zu finden. Also völlig losgelöst von den bestehenden Möglichkeiten, sich zu überlegen, gibt es denn einen ganz anderen Ansatzpunkt, vielleicht von einer ganz anderen Richtung. Das kommt viel zu kurz. Und innerhalb in einer Klassengemeinschaft wird emotionale Intelligenz auch nicht groß verlangt. Das heißt, ich lerne von der ersten bis, sagen wir mal, bis zur 9. Klasse auf jeden Fall oder dann bis zur 13. Klasse die ganze Zeit eigentlich nur Informationen aufzunehmen und so schnell wie möglich wiederzugeben. Vielleicht später mit etwas Transfer. Kreativität geht unter, emotionale Kompetenz geht unter. Im Beruf wird das Gleiche verlangt und dann ist es natürlich schwierig, irgendwann mal, wenn man 20 Jahre im Berufsleben ist, damit zu kriegen, Moment mal, mir fehlt ja eigentlich was. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, irgendwas anzuwenden und auch zu lernen, was ich aber tagtäglich gar nicht wiedergeben kann. Und ich glaube auch, dass darauf die Unzufriedenheit vieler Menschen basiert, dass die in ihrem Unternehmen bestimmte Dinge machen müssen, aber es ist zu abstrakt, zu faktisch und zu wenig diese Emotionalität, die wir ja als Lebewesen, als Mensch brauchen. Wir benötigen die, um ein gesundes Leben zu haben. Und insofern habe ich eher den Eindruck, dass, wenn man jetzt wieder das Kluge nimmt oder die Klugheit, dass wir in bestimmten Bereichen einfach die Klugheit verlieren
und in bestimmten Bereichen aber nur minimal aufbauen, also in diesem Sektor, den kognitiven Verstandessektor. Es ist jetzt nicht der Quantensprung, den man macht, sondern es ist so ein kleiner Schritt, den wir vielleicht im Laufe der letzten 50 Jahre an Klugheit, an kognitiven Klugheit gewonnen haben, aber in anderen Bereichen ein großes Defizit uns angezüchtet, wenn man es ganz überspitzt sagt, angezüchtet haben, ja, und uns wundern, warum vielleicht für bestimmte Probleme keine kreativen Lösungen mehr gefunden werden, weil wir das auch gar nicht mehr geübt haben. Wir haben gar nicht mehr die Zeit gehabt. Für Kreativität brauche ich Zeit. Ich muss mich zurücklehnen können, muss sagen können, okay, jetzt warte ich mal, lass das Ganze auf mich wirken und nicht, ich habe 5 Minuten Zeit, eine kreative Lösung zu machen. Jeder Künstler, wenn man ihm sagt, mal ein Bild in 5 Minuten und es muss herausragend sein, sagt, okay, ich fange jetzt gar nicht an. Oder ein Pianist, spiel bitte das oder komponier was. Immer wenn die kreative Komponente ist, dann braucht man Zeit dazu. Nur unsere Gesellschaft ist leider getrieben und lässt uns nicht mehr die Zeit zu, um diese kreative Klugheit wieder zu erlangen. Ich finde nicht nur die Zeit, auch den Raum nicht und die Möglichkeiten. Du hast es ja schon gesagt, in den Unternehmen, oder? Ganz viel wird uns ja abgenommen von Computern. Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Es gibt ganze Hotels, da wirst du von Computern bedient, im Supermarkt sowieso. Das heißt, all das wird gar nicht mehr geschult. Kleine Kinder lernen das gar nicht mehr, weil es wird nur geguckt, dass sie schnell irgendwie ans Game gewöhnt sind. Und dann wird dann noch erzählt, groß, das hilft dir, schnelle Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, wenn man die Kinder schnell gamen lässt. Also das ist grausam, ne? Und dann geht genau das, was du sagst, emotionale Intelligenz geht flöten, Klugheit, Weisheit, Lebenserfahrung, ne? Das, was man heute noch teilweise von den über 80-Jährigen, wenn sie dann noch klar denken können, lernen darf, das geht flöten und das ist einfach nur traurig. Wir haben es ja sogar in Unternehmen, also so sehe ich bei mir, bei den Patienten, dass je älter die Mitarbeiter werden, also beginnen schon ab 50, dann heißt es schon, ja, ich gehöre zu den Älteren und die werden schon, wenn es geht, ausgesondert, die sind nicht mehr so dynamisch. Klar, wenn ich natürlich so ein Tempo die ganze Zeit fahre, bin ich irgendwann nicht mehr so dynamisch. Aber das ganze Wissen, was die in den letzten 20, 30 Jahren aufgrund ihrer Tätigkeit angehäuft haben, was sie weitergeben könnten, wird dann überhaupt nicht mehr transportiert. Warum? Weil die dann eher auf so einen Abgleich, auf so eine Weiche geschoben werden, Abschiebegleis, wo sie dann das, was sie eigentlich erfahren haben, gar nicht mehr weitergeben können. Und das ist natürlich auch ein großer Verlust, auch für ein Unternehmen eigentlich. Das ist eine riesige Informationswirtschaftskraft, was jedes Unternehmen hätte, aber die Mitarbeiter nicht mehr dynamisch und so nicht mehr so attraktiv. Lieber einen Jungen, der noch brennt, den man noch richtig setzen kann auf die Gebiete. Und da sehe ich, da verlieren wir natürlich auch wieder Klugheit. Also Wissen, Erfahrung gerade das. Und dann die ganze eben Gedächtnisstörung, die ganzen Nebenwirkungen von aktuell den Dingen, die so in der Welt passieren. Ne? Die Menschen sind ja schon in meinem Alter, haben die teilweise, können sich gar nicht mehr erinnern, haben wirklich da Lücken im Gedächtnis und sind toxisch belastet, parasitär belastet. Also sind ja auch alles so Dinge, die, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, dann kann ich von Klugheit nicht sprechen und von Intelligenz auch nicht, so weißt du. Also das ist ganz wichtig. Also das sprichst du da die Medienwelt an, ja. Die Informationsflut, die da kommt, dass ich das gar nicht mehr richtig verarbeiten kann. Ja, aber auch die hohe toxische Belastung, die in unserer Generation oder alle Menschen heutzutage ausgesetzt sind durch die verschiedensten Maßnahmen weltweit, ne, über die Ernährung, über das Wasser, wie auch immer. Ne, wenn ich eben, wer ist denn heutzutage noch mit 80 geistig klar und kann von einer gewissen Lebenserfahrung sprechen? Von wem dürfen wir lernen? Ne? Aber eben dieses ganze Problem der Demenz geht schon viel früher los und da kannst du ja nicht mehr von, wird der Mensch klüger? Nein, er wird auch immer dümmer und er wird auch immer dementer. So in der heutigen Zeit. Es gibt wie so zwei Gruppen, was wollte ich sagen. Wobei das ja die Frage ist, ob das irgendwie gewünscht wird. Ich bin immer am Überlegen, wird das jetzt gewünscht? Es gibt doch auch diese sehr, sehr alten Prinzipien, quasi des Hedonismus und der Eudaimonik zum Beispiel. Man sagt, ein Hedonist ist ein Genießer, man bringe mir, ja, ich lege mich dahin und man soll mir das und das bringen. Und die Eudaimonik ist eher das und sagt, okay,
ich kann über eine Leistung, kann ich etwas erreichen und freue mich daran. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Gesichtspunkte. Und wenn man das so hört, dann könnte man das Gefühl haben, dass quasi das Hedonistische eher gewünscht wird oder so, dass man quasi eine Art von Bequemlichkeit einnimmt und gerne gefüttert wird. Und vielleicht ist das jetzt im Moment so, dass das mehr gewünscht wird. Ich denke da vielleicht auch an die Wirtschaft, ohne jetzt einen schwarzen Peter zu suchen, aber läuft das System in diese Richtung, dass man sagt, ja, wir hätten am liebsten die Couch-Potatoes, weil das sind gute Kunden zum Beispiel. Und vielleicht die Eudaimonie, dass man sagt, nee, wenn ich mich bewege und da auf den Berg steige, wie auch immer, bekomme ich ein sehr, sehr gutes Gefühl in mir. Ja? Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich sage, ich kann Wissen und Daten abrufen oder ich überlege mir, wie ich eine Problemlösung herbeiführe. Mhm. Das kann aufwendiger sein. Das muss man üben, trainieren. Ja? Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das in Zukunft auch wieder mit eine tolle Rolle spielen könnte. Und zwar vielleicht nicht nur auf der virtuellen Ebene. Es gibt ja viele neue Berufe, die sich damit auseinandersetzen, dass man sagt, wie kann man emotionale Intelligenz programmieren zum Beispiel. Da gibt es sehr viele Entwicklungen in diese Richtung. Das darf ja sein, aber man soll bitte die emotionale Intelligenz des Menschen nicht außer Acht lassen. Was wir auch jetzt mal hier diskutieren, ist also grundsätzliche Frage, wird der Mensch klüger? So, je nachdem in welchem Segment, und wir versuchen eine Definition so uns ranzutasten. Wenn du manche Beispiele siehst, dann sagst du, wir sind total dumm. Wir sind einfach, also ja, gewisse Segmente. Für mich, wenn du jetzt siehst, kommt sogenannte Influencerin da, im Alter von 22 Jahren, gibt schon ihre Biografie raus, mit 22 Jahren, also die Lebenserfahrung ist höchstens eingeschränkt auf Spielzeuge im Kinderzimmer aufzuräumen und sonstiges. Und sie ist jetzt die sozusagen jenige, die dann den Leuten erzählt, wie man was machen soll, wie man sich verhalten soll, was man kaufen soll, was gut ist, was schlecht ist. Und dann wächst diese junge Generation mit einem völlig verzerrten Bild, was einen Wert hat oder welche nicht Wertschöpfung im Sinne von, was kriege ich aus der Gesellschaft oder, sondern wie gehe ich mit der Zeit um, wie gehe ich mit Ressourcen um, wie gehe ich mit mir selbst um. Und das sind auch viele verschiedene Dinge. Wenn man sich mal anschaut, dann sage ich, ja, sag mal, gibt es irgendwas zwischen diesen Ohren oder ist das einfach nur noch ein Vakuum? Was passiert denn da? Und diese Informationen werden noch verbreitet. Heute gibt es keine Einschränkungen mehr in Verbreitung der Dummheit. Deswegen habe ich ein paar Mal gesagt, wenn ich ab und zu mal Witze über dumme Leute mache, das ist, also es ist nicht politisch unkorrekt, weil die sind keine Minderheit mehr. Ja, man darf nicht über Minderheiten lachen und so. Aber das ist mehr. Tatsächlich, also wenn du jetzt mal aus der Definition mal rausgehst und guckst, was politisch weltweit passiert. Ich guck mal, also neueste Wahlen in Brasilien. Das ist einfach ein Krimi und das ist nicht etwas so nach dem Motto, ja, was geht mich an, was in Brasilien passiert. Aber wenn du überlegst, da kommt die knappe Entscheidung zwischen jemandem, der Regenwald komplett abholzt und sagt, ich will einfach nur Geld daraus machen. Ja? Und der, also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und dann musst du mir feststellen, also das sind in etwa 50% Leute, die wirklich bescheuert sind. Oder einfach nur auf Geld fokussiert sind, sonst nichts anderes im Leben für die existiert. Oder einfach nur, sag ich jetzt mal, eigene Existenz im engsten Sinne des Wortes. Und ist die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und die Frage an sich ist sehr, sehr, ich will nicht sagen provokativ, aber sehr weitschichtig jetzt gestellt. Wird der Mensch klüger? In vielen Segmenten definitiv nicht. Ja. Ich würde noch mal gerne auf die Influencerin eingehen. Und zwar stelle ich mir die Frage, warum folgen denn so viele einer Person? Ich muss immer die Frage, es ist das eine, was sie anbietet, aber warum klicken so viele an und sagen, nee, 2 Millionen, die finde ich super. Obwohl die, du hast absolut recht, eigentlich keine große Substanz hat. Aber es ist halt die Frage, also das eine ist, suchen vielleicht junge Leute jemanden, an dem sie sich orientieren können. Und holt diese Influencerin sie auf einer emotionalen Ebene, und jetzt meine ich die emotionale Ebene, wir sind alle gleich, ich fühle mit euch, ich zeige euch was, hole ich euch da ab.
man könnte ja fast sagen, die hat die emotionale Kompetenz genutzt, also erkannt, dass viele Gemeinsamkeiten sind, die orientierungslos sind und brauchen jetzt jemanden, an den sie sich orientieren können. Und drum zieht sie die. Mhm. Ist eine Lücke zu füllen. Dann könnte man sagen, naja, vielleicht ist sie doch ganz intelligent, dass sie genau das so kreiert hat, um 2 Millionen Follower abzuholen. Ja, aber Entschuldigung, mir ist mal gerade aus deinem Kontext fehlt mir was ein. Also ein Follower allein sollte keine Maßgabe sein, weil die sagen, ja, wie viele Follower hast du? Das sind ein paar Tausend. Entschuldige, Jesus hat nur 12 Follower gehabt. Ne? Also er hat auch was hinter sich gelassen. Also selbst mit 12. Aber er hat es dann aufgefüllt. Ja, die haben es aufgefüllt. Das ist auch so, wie viele sind hinter dir. Aber in dem Kontext hast du mich erinnert an einen Kommentar vom Reich Ranitzky. Und das ist Jahre her, wo er dann seine berühmte Kommentare über verschiedene Bücher und Literatur da ausgegeben hat und dann sagte, das ist keine Literatur, das ist zwar geschriebenes Wort, aber das ist ein Schund. Und dann kam der Kommentar und, also Moderator und sagt zu ihm, ja, aber so viele Millionen Menschen haben dieses Buch gekauft. Also 20 Millionen Menschen in Deutschland können sich nicht irren. Und dann sagt er, Mücken fliegen immer auf den Scheiß. Ja, und irren die sich? Nein, die werden angezogen zu dem, was sie brauchen. Ja, und das ist immer die Frage, wo gehen die Menschen hin? Was suchen sie? Ja, ist eine Lücke. Aber brauchen. Das ist genau, eine Lücke. Was brauchen die? Wo wollen sie hin? Irgendwas brauchen sie, weil sonst würden sie ja nicht folgen. Eben. Und deswegen ist es auch nicht klug, weil klug finde ich es auch, ich stehe zu mir, ich gehe meinen eigenen Lebensweg und ich gehe nicht mit so einer Masse. Die sind ja alle irgendwie geklont. Wenn du heute in die großen Städte gehst, die Frauen sehen alle gleich aus. Ja, ja. Die tragen alle das Gleiche, die bewegen sich gleich. Also da ist ja nichts mehr irgendwie individuell. Ne? Die wollen nämlich alle genauso aussehen wie die 21-Jährige auf dem Bildschirm. Und da wundern sich Leute, dass die Männer fremdgehen. Die können es nicht mal erkennen, was eigentlich eine Frau ist. Nee, aber war es früher anders? Also als ich, ja, ich meine, ich bin ja jetzt hier die Jüngste von allen, aber ich habe schon noch eine Kindheit genossen. Da ging das gerade erst so los mit den Smartphones und da war noch... mit der Mode. Also wenn ich jetzt überlege, vor 50 Jahren, wie war da die Mode, sind auch viele einer Hollywood-Diva gefolgt, wie die sich gekleidet haben? Natürlich. Also ich glaube, es hat schon immer diese Bewegungen und Wellen gegeben in den letzten 50, 100 Jahren, glaube ich. Vorher haben die Mütter noch zu Hause selber die Kleidung gemacht. Aber jetzt ist es natürlich viel extremer mit der Globalisierung und mit diesem Telefon in der Hand. Also es geht ja auch, wenn ich mir überlege, das letzte Mal, wann ich bei Zara war. Also weißt du, ich meine, hier hast du nicht mehr die Möglichkeit, auf den Berg einkaufen zu gehen, aber in der Stadt bin ich ja da jede Woche hingerannt. Und jede Woche hatten die gefühlt eine neue Kollektion. Ne? Also so dieses Schnelllebige auch, ne? Dieses geklonte, Schnelllebige, ich muss, ich brauche in dieser Gesellschaft, das ist schon traurig. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, also der Mensch wird auf jeden Fall klüger, aber das sind auch Ausgewählte, ne? die jetzt aus den Fehlern lernen, auch im Rahmen dieser Krise. Ne? Wie gehe ich mit dem um? Habe ich Angst vor Existenzverlust oder nicht? Wie stelle ich mich jetzt auf? Ne? Ich meine, ich muss ja jetzt hier umdenken, wenn ich Unternehmer bin, teilweise. Ne? Was jetzt mit diesem ganzen Strom, wie ne? Kostensparung und so weiter. Aber es gibt einen ganz großen Bereich, die wirklich auch, wo man sagen kann, die werden nicht klüger, die werden dümmer. Das war das Wort zum Sonntag. Jetzt bist du dran, Urs. Mir gefällt allein schon die Definition, so eine einfache Frage eigentlich, ob der Mensch klüger wird, dass wir jetzt auf einmal denken, so Moment, jetzt müssen wir das wirklich zergliedern und stellen fest, dass quasi irgendwelches kognitives Wissen, das ich mir anhäufen kann, das scheint gefragt, insbesondere auch das, dass man sagt, wie komme ich zu den Informationen, das heißt, wenn ich weiß, wenn ich jung bin, modern bin, wenn ich weiß, an welche Daten komme ich wie, bin ich bestimmt gut aufgestellt, um zu sagen, ich bin, was Informationstechnik anbelangt, informatives Wissen anbelangt, bin ich doch recht gut ausgerüstet. Da würde ich sagen, da hat die Klugheit zugenommen. Wenn es darum geht, das ist dann vielleicht auch eine Frage, die ich selbst nicht beantworten kann, wenn es zum Beispiel um Forschung und Entwicklung geht, meine ich, braucht es doch von beidem doch sehr viel. Und
ist es da so, dass sich die Forschung in eine bestimmte Richtung automatisch eigentlich wendet, wenn es heißt, nee, das ist unsere angestammte Kompetenz und zwar Wissen, ergo werden wir in diese Richtung mehr forschen zum Beispiel, oder geht es darum quasi um, kann man die praktischen Dinge, die uns eigentlich seit Jahrtausenden ausmachen, kann man daraus noch mehr entwickeln, um das vielleicht wieder mit ins Boot zu bringen, oder brauchst du es nicht mal, wer das ersetzt? Wir haben jetzt mal hier Mitochondrien, ein paar Päpstinnen, ja, das gesagt. Ja. Was würdest du sagen jetzt mal in Bezug gerade, das ist wirklich das ist ein ganz tolles Beispiel. Was? Ja, es war ein Beispiel, man kann es nicht pauschal beantworten, aber erstmal, ja, also es gibt in der Vergangenheit, auch in der Wissenschaft und Forschung, sehr tolle Entwicklungen, die können nur von sehr Menge von klugen Leuten entwickelt worden sein. Also sicherlich nicht von einem, aber von vielen, die aufeinander aufbauen. Also ob es neue Technologien sind, die vorher nicht denkbar waren. Das New Generation Sequencing ist ja nun auch schon alt. Da gibt es inzwischen Verbesserungen, wo man sagt, welche Fragestellung will ich lösen und dass ich es besser kann. Und erst mit diesen neuen Techniken sind auch wieder alte Fragen zu beantworten oder wieder aufzurollen. Ja, dass man sagt, gut, da kamen wir nicht weiter. Das müssen wir jetzt nochmal in Angriff nehmen. Und das sollte man auch immer in der Wissenschaft tun, zu sagen, kritisch nochmal hinterfragen, das, was ich nochmal vor 10 Jahren oder 15 Jahren dachte, dass es mit den damaligen Techniken in Ordnung war. Ich denke nochmal nach, war das auch wirklich so? Oder kann ich das viel besser beantworten? Ist es vielleicht, hatte ich vielleicht ein paar Denkfehler damals? Das kann ich ja sagen, also dieses Kritische, dass man das nochmal schaut. Also, dass in der Richtung schon viele, also ein paar wenigstens klüger geworden sind. Ich war jetzt mal wieder auf Meetings von unserer Gesellschaft, von mehreren Immunologie und Mikrobiologie und Virologie und bin auch durch die Poster gegangen, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten und denke ich, mein Gott, das ist eigentlich doch schon 20 Jahre bekannt. Wird aber wieder irgendwie ein bisschen neu dargestellt und eigentlich ist das ja nichts Neues. Ja? Wenn man wirklich durch die alte Literatur geht, wussten viele schon etwas sehr gut. Aber die Frage ist, ja, es geht in die bestimmte sehr gute Richtung und die künstliche Intelligenz ist sicherlich auch ein kluger Weg sein, zu sagen, wir können nicht alles selbst machen, um diese Klugheit vielleicht schneller fortzuführen, brauchen wir die künstliche Intelligenz. Ich habe selbst in meiner Arbeitsgruppe einen auch angestellt gehabt, der die Bioinformatik sehr gut kannte und der mich auch eingeführt hat in diese künstliche Intelligenz. Also ich kann das nicht am Computer alles, aber er hat es gezeigt und so weiter. Es ist aber sehr wichtig, dass das von sehr guten, sagen wir jetzt mal in meinem Gebiet, Wissenschaftlern begleitet wird. Weil die künstliche Intelligenz kann tolle Sachen machen, sie kann aber auch richtig Unfug machen. Weil man muss wissen, woher kommen die Datenlagen, woher kommen die Daten, wie wurden die gewonnen, sind die einwandfrei gewonnen worden. Und da haben wir mal ein eigenes Beispiel gemacht. Da kam etwas Sensationelles raus mit künstlicher Intelligenz, wie Informatik. Und dann kam ich auf die Idee und sagte, gut, dann lass uns das nochmal ganz klassisch nachprüfen, mit ganz klassischen Methoden. Also jetzt will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Und da sieh an, hat nicht geklappt. Sag ich, ja gut, warum nicht? Da war es einfach ein Denkfehler, es war etwas unrein da. Also ist alles kein Problem. Ich will damit nur sagen, dass künstliche Intelligenz ein sehr guter Weg sein kann. Man muss es nicht verteufeln. Muss es aber sehr ordentlich damit umgehen und man braucht sehr gute Leute, die sich aber auch interdisziplinär auskennen, um zu beurteilen zu können, was muss ich beachten, dass ich da keine Irrtümer mache. Ja? Also die Datenbasis spielt eine große Rolle. Eine ganz große Rolle, ja. Und wahrscheinlich auch die Verknüpfungen, dass die korrekt sind. Weil wenn die Verknüpfungen, also das ist eine gute Datenbasis, aber wenn die Verknüpfungen fehlerhaft sind, dann, wenn ich das richtig verstehe, baut das ja aufeinander dann auf und dann kommen Ergebnisse raus, die überraschend sind, aber nicht eigentlich real dem entsprechen, was er... Richtig. Und wenn man das dann nicht kritisch hinterfragt, geht man von falschen Sachen aus. Das heißt, ich habe eine Datenbasis und mit der Datenbasis übt man erstmal. Ja? Ich habe eine Theorie. Und danach wird so ein System aufgebaut, sagen wir ein Algorithmus, und dann geht man auch mit anderen Daten ran. Wenn aber diese unterste Datenbasis, mit der man übt, aber nicht einwandfrei ist, das haben wir in zwei Beispielen gesehen, dann kommt ja alles verkehrt, ja, also oder nicht ganz korrekt, oder man geht einen Irrweg. Wenn man glücklicherweise würde man einen Irrweg gehen und es dann irgendwann merken. Ja, aber das ist halt sehr wichtig. Also, ich würde sagen, künstliche Intelligenz ist ein guter Weg, aber mit Vorsicht zu genießen. Ne?
Also braucht es immer noch ein wenig, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, in der Schweiz hieß das mal Bauernintelligenz. Also Bauernschleue. Bauernschleue, genau. Mhm. Das heißt, das hochgradigst intelligente System oder Programm oder auch der Kopf von jemandem, ist doch immer noch gut, wenn man das querdenken kann mit einer Art von Bauernschleue, also mit einer Intelligenz, die ich brauche eigentlich, um hier zu sein, um zu leben und zu überleben und auch dass man untereinander entsprechende Fragen stellen kann. Oder wenn man sagen würde, qualitative Expansion des subagraren Produkts steht im reziproken diametralen Unterschied zum Intelligenzkoeffizient deren Produzenten. So, das ist wissenschaftlicher Ausdruck für die dümmsten Bauern kriegen größte Kartoffeln. Ja. Ich habe mal ein Interview, das war erst vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen gegeben, oder mit der Fragestellung, ist künstliche Intelligenz der bessere Arzt? Und basiert im Endeffekt auf das Gleiche. Ich kann natürlich mir die künstliche Intelligenz nutzbar machen. Ja? Also gerade wenn ich Differentialdiagnosen, also ich habe eine Erkrankung, gibt es bestimmte Beschwerden und vielleicht denke ich aufgrund meines Wissens oder aufgrund meiner Erfahrung nicht an alle möglichen Erkrankungen, die hier in Frage kämen. Da kann mir die künstliche Intelligenz natürlich gut zur Seite stehen. Aber wenn ich den Patienten vor mir habe und der sagt, er hat Schmerzen und er hat Schlafstörungen, dann sollte ich natürlich dieses ganze Umfeld, das heißt zum Beispiel die Beziehung, gerade die Schwierigkeiten mit der Mutter, weil die einen auch richtig auf den Wecker geht, das Kind schreit die ganze Zeit, das kann die künstliche Intelligenz ja schlecht mit aufnehmen in diese Berechnung. Und da denke ich, es wird immer ein Mittelweg geben. Das heißt, ich mache mir die künstliche Intelligenz für bestimmte Bereiche zum Nutze. Man muss aber selber als Mensch, jetzt sage ich es mal ganz neutral, das immer noch interpretieren, in Frage stellen. Mhm. Ja, ist es denn vielleicht auch die richtige Fragestellung, ja, die ich der künstlichen Intelligenz gegeben habe, richtig, ja, für die Antwort? Insofern wird es mit Sicherheit spannend sein, weil dadurch wird man, glaube ich, wieder klüger. Weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Patienten habe und erfahren über die künstliche Intelligenz, es gäbe aber die Differentialdiagnose noch, an die ich denken müsste, lerne ich eigentlich mit jedem Patienten, mit jedem Fall, wo ich die künstliche Intelligenz wieder einsetze. Also so könnte man sagen, der Mensch wird in dem Bereich vielleicht klüger. Aber ich weiß gar nicht, ich muss nochmal darauf hinaus, als Arzt heutzutage, wenn du Arzt im Krankenhaus bist, wird dir ja alles abgenommen. Du kriegst eine Formel für alles, du hast eine App für alles, du hast die Maschinen, die Patienten untersuchen, statt dass du es selber machst. Also es wird dir eigentlich abtrainiert zu denken, oder? Weil man viel zu viel abgibt. Ne? Dann ins Trinkwasser wird Fluor gemischt, damit deine Zirbeldrüse verkalkt, dass du aufhörst zu denken. Also die Masse der Menschen wird, glaube ich, einfach wirklich dümmer, wenn nicht was in der Gesellschaft passiert, dass so ein Aufwachprozess geschieht, weißt du? Also bei aller Unterstützung, aber es ist schon auch viel mit im Raum in der Gesellschaft heutzutage, was genau dagegen steuert. Du provozierst eine Abhängigkeit. Ja. Kollabiert das System oder fällt irgendwie eine App aus, wie du es sagst, dann denkst du, oh, und jetzt kann ich mit dem Anästhesiegerät nicht mehr richtig umgehen. Früher muss man das noch selber einstellen. Da wäre es schon mal in meinem Fachgebiet, nämlich die integrative Diagnostik. Ich habe lange geforscht, Diagnostik der alten Kulturen. Wie hat der Hippokrates diagnostiziert? Mhm. Wie haben die alte, sage ich jetzt mal, Mediziner, wie auch immer du die nennen willst, Ibn Sina oder Avicenna, ja? Wie haben die das gemacht? Die hatten keinen Strom, die hatten kein Labor, die hatten gar nichts und haben trotzdem gute Diagnostik ausbringen können. So. Aufgrund dessen, dass man den Mensch ganzheitlich betrachtet hat. Heute hast du Röntgenaufnahme, hast du Blutwerte und da hieß es, naja, ist alles gesund, ist ein gesunder Mensch. Wenn er aber ein gewalttätiger Typ ist, wenn er, könnte Krimineller sein, könnte Verbrecher sein, könnte Mörder sein, bist du kein gesunder Mensch. Aber diese Komponente wird ja nicht diagnostisch untersucht am Anfang. Und wie Friedrich gesagt vorher, also vieles wird dir abgenommen und gewisse Dinge laufen einfach den gängigen Weg. Aber um wirklich diagnostizieren zu können, musst du wirklich Ganzheit eines Menschen in Betracht ziehen und mit ihm Gespräch führen und den fühlen und auch all das in Betracht ziehen, bevor du überhaupt irgendeine Diagnose stellen kannst, geschweige dann in die Therapie reingehst oder irgendwas empfiehlst, musst du erstmal wissen, mit wem habe ich es zu tun. Du musst es trainieren. Ja. Ja. Weil nur durch das Training, durch das Wiederkehrende, ja, wirst du auch besser. Ja, absolut. Das ist sicher alles richtig. Trotzdem sollte man nicht verteufeln die Errungenschaften der Medizin, wenn man sie wirklich einsetzt. Ja.
Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Es soll miteinander miteinander ergänzen. Ja. Es ist auch bei vielen Technologien, ob es jetzt reine in der Mikrobiologie Sequenzierung war oder was auch immer man nimmt, neigt man immer dazu zu sagen, wenn es eine neue Technik gibt, dass man die alten nicht mehr braucht und sagt nur die neue. Und dann stellt man fest, oder viele stellen dann eben fest, naja, es kommt immer auf die Fragestellung drauf an. Genau. Die eine kann helfen, aber wenn ich eine andere Fragestellung habe, ist die andere besser oder ich brauche die noch zusätzlich. Ja? Also, dass man das eben kombiniert, ne? Dass wir das ja auch. Und es ist auch die Frage, was ist neu, was ist modern? Also wir denken im Rahmen, ja, die Autos sind neu, die sind ja modern und, und. Also wenn du dir die Zeichnungen anschaust, die sind von Leonardo da Vinci. Der hat ja Getriebe gemacht, also Kraftübertragung, Achseln, Wellen und. Das kommt von Leonardo da Vinci, es ist ein paar hundert Jahre alt. So, es ist nichts Neues dabei, es ist einfach nur modifiziert. Und Rad muss man nicht jedes Jahr neu erfinden. Aber man sagt, okay, man legt ja Gummi drüber und dann hat man Innenschlauch und dann irgendwann mal hat man keinen Innenschlauch mehr. Also, und dann macht man Tiefenprofil und für den Schnee und für Regen und für das und für jenes. Das heißt, es geht um die Weiterentwicklung und für Verbindung, die sich daraus aufbaut, aufgrund von einem alten Ding, das irgendwo eine Grundlage dargestellt hat. So, und so kann man das auch sehen, die Verbindung zwischen sage ich jetzt mal, Gerätemedizin oder dem, was da ist, absolut alles nützlich, sehr schön und fein, aber auch diese alte Dinge, Handdiagnostik, man kann 30 Elemente aus Handschütteln schon aufnehmen, das kein Gerät aufnehmen kann. Wertvoll. Ich glaube, ich würde auch versuchen, das eine zu tun und das andere nicht lassen. Also ich bin sehr dankbar, wenn es standardisierte Verfahren gibt für das Allgemeine. Je nachdem, was ich dann brauche, wie es mir geht, bin ich gesund oder von der Gesundheit abgewichen oder vielleicht krank, dass ich da gut auf standardisierte Dinge zurückgreifen kann, wenn es dann um bestimmte Dinge geht im Rahmen von vielleicht chronischen Beschwerden und so weiter, bin ich doch sehr dankbar, kommt das Individuelle, das Persönliche mit dazu und so kann man das vielleicht auch anschauen, dass es bestimmte Algorithmen und moderne Techniken gibt, die da sehr viel abnehmen. Es gibt diesen Watson, glaube ich, es gibt diese Software, diese Arztsoftware. Wenn man nur die betrachtet, sagt, die nimmt immer alles, also die findet alles raus, was es möglicherweise sein könnte, wenn es denn nicht ein Mensch wäre, der da sitzt und Beschwerden hat. Und da ist da sind 20 Ärzte zum Beispiel gegenüber und keine Chance, gegen diese Software. Und doch ist es so, dass man sagt, nee, man kann das nicht starten, weil da tatsächlich ein Mensch sitzt mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Geschichte, mit seinem sozialen Umfeld. Und das spielt wieder, jetzt auch in der modernen, glaube ich, Medizin, wieder mit sogar eine größere Rolle, dass man sagt, man geht von ausschließlich standardisierter Medizin jetzt auch auf die individualisierte, vielleicht sogar auf die personalisierte Medizin zurück. Da bin ich dann gespannt, was die Forschung macht, ob man das eigentlich den Algorithmen überlassen kann oder ob es am Schluss nicht doch jemand ist, der noch dieses Zwischenmenschliche entsprechend mit einpflegen muss. Aber ich kann ja bei der personalisierten Medizin, kann ich mir ja dann zum Beispiel die Forschung zunutze machen, indem ich dann das geeignete, und jetzt kommen wir wieder zu dem Klüger, da muss ich natürlich ein gewisses Wissen und Erfahrung mitbringen, das dann einsetzt, um das richtige Instrument auszuwählen. Das kann jetzt das Labor sein, das kann jetzt das Gerät sein und, um diese eine Frage, die ich habe, abklären zu lassen und dementsprechend dann die Therapie aufbauen. Also ich bin auch ein Freund von sowohl als auch. Warum soll ich die Vorteile beider Systeme oder vielleicht dreier Systeme nicht nutzen? Warum muss ich religionsmäßig nur an eins glauben? Das ist schade eigentlich. Das würde ich dann eher sagen, das ist dumm, ja, wenn ich nur eins auswähle, wenn ich drei zur Wahl habe. Aber es liegt an dem, wie weit man sich öffnet und wie weit man die anderen Dinge mit integrieren möchte. Da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil wenn du nur immer stur in eine Richtung lernst, wie in der Medizinausbildung, zuerst ein Studium, dann den Spezialisten, den Internisten, 6 Jahre, dann 3 Jahre noch den Gastroenterologen, also jetzt nichts gegen diese, nur um das Beispiel gehabt. Da bin ich 9 Jahre in eine Spezialrichtung reingefahren und durfte eigentlich nicht nach rechts und links denken. Ich erinnere mich noch an meinen lieben Oberarzt, damals war ich auf der Inneren, ein ganz netter Kerl, wir haben uns super verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt, dann war Freitagnachmittag, ich muss jetzt losfahren. Und dann habe ich gesagt, ja, wo? Ja, ich habe Fortbildung.
Was machst du denn? Neuraltheorie. Schau mich so an. Willst du nicht was Gescheites machen? So, nein. Also ich mache jetzt nicht Gastroenterologie-Fortbildung, sondern Neuraltherapie, weil es mich einfach interessiert, weil es ganz, was ganz anders ist. Und wie gesagt, wenn man aber dann so bleibt die ganze Zeit, dann ist es auch schwierig, nach 9 Jahren zu sagen, so, und jetzt mache ich meinen Horizont auf und sehe auf einmal die ganzen unterschiedlichen Facetten, die die Medizin bietet oder die auch der Mensch bietet. Nicht muss nicht die Medizin sein, sondern die der Mensch bietet. Und das macht es so schwierig dann. Also wenn man es so antrainiert bekommt. Ja. Also zum Beispiel individualisierte Therapie ist schon lange möglich. Es kommt auch immer auf welches Gebiet man nimmt. Aber gehen wir ruhig mal fast 20 Jahre zurück. HIV, also humanes Immundefizienzvirus. Da gab es zuerst auch durchaus die retrovirale Therapie und man weiß ja, dass die durchaus, dass die auch die Leute geschadet hat, wie auch immer. Und da waren schon sehr frühzeitig die Weichen gestellt oder gezeigt worden, dass diese Medikamente eben die Mitochondrien schädigt, also richtig toxisch ist. Und das konnte man eigentlich im Vorfeld testen, um dann vielleicht das Richtige auszusuchen oder die Mitochondrien optimieren vorher, dann, bevor man dann diese antiretrovirale Therapie macht. Es hat aber keinen Kliniker interessiert. Ja, ja, das ist schon alles bekannt eigentlich. Oder Genpolymorphismen. Ne? Mhm. Ob man jetzt Tamoxifen-Therapie nimmt, wenn man bestimmte Enzyme nicht hat, dass es gar nichts wirkt. Oder andere Beispiele. Also es ist ja nichts Neues. Es muss nur aufgegriffen werden. Ja, was würdest du sagen, warum hat es keinen interessiert? Das ist vielleicht mal eine interessante Frage. Ist das pure Dummheit oder ist das eine Ignoranz oder ist es Arroganz oder ist das finanzielle Vorteil? Oder was ist deiner Ansicht nach jetzt der Grund, dass das nicht angenommen wird? Das ist, glaube ich, auch spannend. Also das würde jetzt natürlich wahrscheinlich sprengen. Wahrscheinlich verschiedene Punkte, wahrscheinlich alle, die du jetzt angesprochen hast. Einmal ist es, wenn man jetzt an die Genpolymorphismen manchmal geht, hatte ich auch schon mal bei uns angesprochen, sagen, warum testet ihr nicht vorher, dann könnt ihr das richtig justieren. Mhm. Wir sehen doch, wenn Nebenwirkungen kommen, dann können wir immer noch mit der Dosis runtergehen. So, da kann man sagen, sie wollen das Geld nicht ausgeben oder sagen Ignoranz, wie auch immer das man sehen möchte. Dann, mal als Beispiel jetzt. Ne? Also ich glaube, es steht eine große Lobby dahinter, ehrlicherweise, die das unterdrückt. Das sieht man ja auch jetzt immer wieder. Ich glaube, es geht in eine bestimmte Richtung, ohne jemandem was unterstellen zu wollen, aber es geht schon. Was ich dann interessant finde, ist, dass wenn es quasi in eine Art von standardisierter Richtung geht, dass man sagt, man möchte vielleicht lieber eine gebündelte Meinung haben in eine bestimmte Richtung. Wenn jemand außerhalb dieser gebündelten Meinung eine Meinung hat, sieht man das vielleicht nicht so gern oder die Toleranzen sind vielleicht nicht mehr so, dass man das auch mal diskutieren könnte. Was interessant ist, also es scheint in eine bestimmte Richtung zu gehen und trotzdem ist es so, dass man jetzt auch versucht, eben quasi immer mehr personalisierte Angebote zu machen und halt mit neuen Hilfsmitteln, quasi eben mit Algorithmen, mit moderner Technik. Was mir sehr gut daran gefällt, ist das ist meine persönliche Meinung, dass man sagt, okay, ich glaube nicht, dass es ohne den Menschen gehen wird, ohne alle diese, die Anfangsfrage ist, oder war, wird der Mensch klüger, ohne diese Aspekte einer, welche Intelligenz wurde jetzt entsprechend angesprochen mit dieser Fragestellung, geht es um das kognitive Wissen, soll das abgenommen werden von einer Maschine, wenn das die Maschine kann, ist okay und trotzdem dieser gesunde Menschenverstand steht und fällt mit einem gesunden Menschenverstand. Da appelliere ich auch dafür, dass man das auch gerne im Rahmen der Bildung und so weiter nie im Leben das unterlassen soll, dass den Leuten, wir haben vom Bauern, von dem gesprochen, dass das bitte nie unter den Tisch fallen soll und dafür Platz geschaffen werden soll. Vielen herzlichen Dank für diese tollen Ausführungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich klüger geworden bin, aber sicher ein bisschen hat es geholfen, meine emotionale Intelligenz wieder ein bisschen zu füttern. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für diese spannende Sichtweisen. Und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und mache Sie gerne darauf aufmerksam, dass Sie auf www.wikisana.ch noch ganz viele weitere Interviews finden. Das ist eine unabhängige, freie Plattform
Und schauen Sie doch da mal rein. Und nun wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Tag, ganz viel Klugheit und sage Tschüss und auf Wiedersehen.